Was prägt mich? Diese Frage beschäftigt uns heute in der mobilen Kanzel. Was prägt mich? Wenn ich zum Beispiel hier auf diesem Terrassenboden stehe, da kann ich hier auf diesen Stein eine Weile stehen bleiben, aber ich werde keinen bleibenden Eindruck auf diesen Betonstein hinterlassen. Wenn ich hier in die Erde trete, dann hinterlasse ich einen Eindruck, man sieht, dass meine Turnschuhe da standen. Da hat sich etwas eingeprägt. Je nachdem, wie der Untergrund ist, so wird etwas geprägt. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Seele, mit unserem Innersten. Mit diesem Wochenende hat die Passionszeit begonnen. 7 Wochen von Aschermittwoch bis zum Osterfest. Und um darauf zu schauen, welche Dinge uns innerlich eigentlich prägen, nutzen manche diese Zeit, diese 7 Wochen, um einmal wahrzunehmen, wie wir eigentlich von bestimmten Dingen geprägt sind. Und das merkt man am besten, wenn man auf Bestimmtes verzichtet. Aber es kommt in diesen 7 Wochen bis Ostern nicht nur auf den Verzicht an, sondern auch darauf, dass man schaut, was prägt uns eigentlich positiv? Was tut unserem Inneren, unserer Seele gut? Dieser Frage will ich mit Ihnen heute einmal nachgehen, aber nicht hier in dem schönen, sonnenbeschienenen Garten, sondern an einem Platz, wo man viel von Prägen lernen kann. Im Museum der alten Münze in Stolberg. Was prägt unser Leben? Stolberg ist eine wunderhübsche Fachwerkstatt mit vielen alten, traumhaften Fachwerkhäusern, wenig Parkplätzen im Innenraumgebiet und auch netten Menschen, einem netten Umfeld. Was prägt uns? Diesen Ort hier hat immer über Jahrhunderte hinweg geprägt, dass oben, oberhalb, das Stolberger Schloss zu sehen ist. Das Grafengeschlecht der Stolberger. Und die in den umliegenden Orten, die meinen manchmal, dass man es den Stolbergern noch heute anmerkt, dass sie davon geprägt sind, dass es ein Ort war mit einem wichtigen Grafengeschlecht. Die meisten dieser Fachwerkhäuser hier sind über 300 Jahre alt. Und sie waren immer Heimat, Lebenspunkt für ganze Familien. Was prägt uns? Natürlich unsere Familien, unser Aufwachsen, was wir als Kind erlebt haben. Wer einen Partner hat, der kennt, dass man es manchmal ja so sagt, du siehst jetzt genau aus wie dein Vater. Oder wie du redest, ich höre deine Mutter. Weil das, wie unsere Eltern uns aufwachsen haben lassen, das prägt uns im Guten und manchmal auch im Schlechten. Eines der schönsten Gebäude hier in der Stolberger Gasse, das ist das Museum Alte Münze. Da, wo man etwas erfährt, wie es mit dem Prägen eigentlich ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mir gerne die alten Münzen anschauen. Ja. Und wollte gerne Eintritt bezahlen dafür. Jetzt habe ich schon mal eine neue Münze hier, wenn Sie mal gucken wollen. Neue Münzen? Also, wir prägen die auch selber. Wir prägen aber keine Euros natürlich, sondern wir prägen Silbermedaillen. Also das ist nicht nur ein Museum hier, sondern es wird immer noch tatsächlich geprägt. Es ist noch im Gange und wir prägen auch, ja. Also das ist wirklich spannend, dass man nicht nur ein Museum hat, sondern auch ein Ort, wo man mit den alten Dingen noch Neues macht. Der Kilian Kessler, der das hat bauen lassen, der war Münzmeister und auch Bürgermeister in Stolberg damals. Und sein Wohnhaus steht schräg gegenüber. Das ist so um 1500. Also so komplex, dass das insgesamt erhalten ist. Aus der Zeit, das gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum nicht nochmal. Und noch dazu in dem Gebäude, das als Münze gebaut wurde. Eigentlich ist man hier reingekommen,
Hier ist das Münzkontor, also sozusagen die Schreibstube. Hier liegt auch die Original-Rendelmaschine. Und es wurde natürlich auch alles geschrieben und festgehalten in die Bücher und so weiter. Erster Arbeitsgang war eigentlich das Schmelzen, das Einschmelzen des Silbers. Das wurde dann in sogenannte Zeine gegossen, in so eine Gießkiste. Ja, Schmelzen, Zeine. Die Zeine wurden dann noch warm bearbeitet. Erstmal glatt geklopft, dann kamen die auf die Streckbank. Die wurden dann noch gewalzt und dann mit dem Durchlass oder Ausstanzer wir haben leider nur so einen kleinen, das ist so für Hohlfännige, wurden die Rohlinge ausgestanzt aus diesen Streifen. Also die älteste Art, Münzen herzustellen, war im Prinzip auf dem Prägestock. Da wurden die Münzen geschlagen. Man sprach noch nicht von Prägen, sondern von Schlagen. Im positiven Sinne. Das Material war Silber oder was war das? Das war meist Silber, aber auch Kupfer oder Legierungen. Die Prägepresse ist dann sozusagen der Fortschritt schon. Man konnte Unter- und Oberstempel fest arretieren. Die Ronde kam dazwischen oder der Rohling und durch die Drehbewegung, das ist jetzt hier arretiert, wurde der Druck erzeugt. Und jede Münze wurde eigentlich wirklich gleich geprägt, war nicht mehr so eine schlechte Qualität wie auf dem Prägestock. Es gab keine Verletzungen mehr und da spricht man dann schon von Prägen. Wurden dann die Balanciers entwickelt, wo man noch mehr Prägedruck auf das Werkstück bringen konnte. Also wir brauchen im Prinzip einen Münzmeister und zwei Gesellen oder auch nur die Gesellen. Als erstes spannt man unten hier die Stempel ein, Ober- und Unterstempel, dann kommt die Silberronde dazwischen. Die Gesellen drehen die Spindel 2,5 Mal nach oben, mit Schwung wieder zurück und wenn die unten auftrifft, erzeugt sich kurzzeitig ein Prägedruck von 90 Tonnen je Quadratzentimeter, der das Werkstück verformt. 90 Tonnen pro Quadratzentimeter? Auf so einer Stelle 90 Tonnen? Deshalb wird das Motiv dann auch so deutlich und so schön geprägt. Jetzt sitze ich hier, wo der Prägemeister sitzt und dann hier die Stempel reinsteckt, um Medaillen neu zu prägen. Es ist beeindruckend, dass sowas immer noch funktioniert und schön, dass hier an der alten Münze es immer noch weiter verwendet wird. Am 5. März, am Samstag, da kann man sogar wieder live zuschauen, wie eine neue Münze geprägt wird. Was prägt unser Leben? Was ist das, was unsere Seele, unser Inneres, was ja auch formbar ist, prägt? Im Guten und manchmal auch im Schlechten. Hier diese großen Maschinen, die machen uns Mut, voll Vertrauen darauf zu schauen, dass es gute Dinge gibt, die uns prägen. Und diese Jahresmedaillen, die hier geprägt werden, in diesem Jahr, also die Hochzeit von Thomas Münzer mit seiner Frau vor genau 500 Jahren, die sind einfach wunderbare, kostbare Schmuckstücke. Etwas wirklich Schönes. Es wird aus einem Rohling etwas Tolles. Dass wir gut geprägt werden, dass wir positiv geprägt werden, darauf kommt es an. Einer der schönsten Exponate hier in der alten Münze, das ist die berühmte Schützenkette. Eine Kette aus geprägten Silbermedaillen, die der Graf Botho von Stolberg-Roßlar der Schützenkompanie Goldene Aue 1892 geschenkt hat. Eine Schützenkette mit kostbaren Medaillen. Vom Richtigen sich prägen zu lassen. Schön geprägte Münzen. Hier kann man fühlen, der Stolberger Hirsch oder eine Sonne, die aufgeht. Dass etwas Geprägtes, dass etwas Gutes. Bei Münzen ist es was wirklich Schönes. Dass wir von den richtigen Dingen geprägt werden in unserer Seele, in unserem Inneren, in dem, was kostbar ist. Hier ist es zwar manchmal Kupfer, manchmal sogar Gold oder Silber. Die Rohlinge sind kostbar. Aber erst wenn sie richtig geprägt werden, erst dann haben sie eigentlich ihren Wert. Unser Innerstes, unsere Seele, was so in uns steckt, ist etwas ganz Kostbares. Silber und Gold ist da nur unzureichend, was man als Beschreibung nehmen kann. Von den richtigen Dingen geprägt zu werden, darauf kommt es an. Der Apostel Paulus, der schreibt einmal in seinem Brief an die Korinther, lasst euch in Christi Bild verwandeln. Und dieses Wort verwandeln hat im Griechischen einen Ursprung,
der auch verwendet wurde damals im Griechentum, wenn es um das Prägen geht. Dass wir uns auch nach Gottes Bild, nach Jesu Bild prägen lassen. Weil wir erst dann in unserem Inneren, erst dann wirklich kostbar werden. Geprägt zu werden von dem, was gut ist. Für mich ist der Glaube etwas, wo es mir gut tut, davon geprägt zu werden, an Gott zu denken, zu erwarten, dass er überall ist, dass er die Welt sieht und auch mein Tun. Kostbare Münzen, die kann man hier sehen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn man kostbar geprägt ist. Hier auf dieser großen Münze, auf der Abbildung, sehen Sie Gott segne und erhalte. Es ist gemeint für die Bergwerke, aber es passt gut zu dem, was prägen bedeutet. Dass wir von Gott und von Gottes Segen geprägt werden. Dass wir in unserer Seele eine kostbare Münze sind, von dem richtigen Bild. Nicht von dem, was vielleicht manchmal auch erstrebenswert erscheint, sondern von dem, was unserem Herzen gut tut. Gott. In Gottes Bild, in Jesu Bild verwandelt werden, geprägt werden von ihm. Dazu sind diese 7 Wochen von Aschermittwoch bis hin zur Osterzeit was wichtig. Also denken Sie einmal darüber nach, was prägt Ihr Leben? Und lassen Sie sich prägen von unserem Gott und von seinem Segen. Bleiben Sie behütet. Sei behütet, sei behütet auf deinem Weg. Sei behütet, voll Vertrauen, Gott ist bei dir alle Zeit. Sei behütet.